Ja, moin. Ich treffe mich gleich mit Kolja Altmann auf ein kleines Kaffeekränzchen. Der hat ein paar super Fragen vorbereitet rund um Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa, unsere Geschichte, unsere Erfahrungen, Tipps und Tricks und ob es da wirklich diese Wunderpille gibt. Das alles werden wir diskutieren. Ich bin mir sicher, das wird ein super interessantes Gespräch. Deswegen hol dir einen Kaffee, hol dir einen Tee und dann sehen wir uns direkt im Video. Da ist er schon. Bis gleich. Bis 2011 war mein Leben eigentlich immer ja, gezeichnet von vielen verschiedenen Erkrankungen, für die Ärzte dann auch meistens gar keine wirkliche Erklärung hatten. Also meistens hieß es einfach so, ja, das ist halt so, wir wissen nicht, wo es herkommt. Und da nimmst du jetzt am besten mal Medikament X und Y und Z, vor allem auch Cortison ist ein ständiger Begleiter gewesen in meinem Leben. Und aber nie ist da wirklich irgendwie groß, sag mal, so eine Wurzel des Problems erkannt worden. So. Das ging dann bis 2011 so weiter und mein ganzes Leben lang schon bis zu Verdauungsschwierigkeiten gehabt, Entzündungen in den Augen, die man, manche Menschen, die bekommen das einmal im Leben, ich habe das fast jedes Jahr bekommen, Entzündungen in den Gelenken, ja, Depressionen, so psychologische Geschichten, viele von diesen Symptomen. Und 2011 kam dann die Diagnose Morbus Crohn. Da habe ich witzigerweise gerade in der Chicken Nugget Fabrik gearbeitet und musste dann natürlich auch täglich als Assistent für Qualitätsmanagement diese Chicken Nuggets auch essen und nicht wenig davon. Und da wurde es dann immer schlimmer und da wurden dann auch die Symptome immer schlimmer. Ich habe auch geraucht, ich habe Alkohol getrunken. Ich war vorher in der Lehre zum Brauer und Melzer und dann später noch ein Studium zum Braumeister. Deswegen Alkohol war mir natürlich nicht fremd. Und auch andere Drogen genommen und so weiter und so fort. Und da ist es dann ein bisschen gecrashed und die Ärzte haben gesagt, okay, weil ich hatte eine Fistel, das war der Grund, warum ich ins Krankenhaus gegangen bin. Ich bin dann, konnte gar nicht mehr richtig laufen, konnte mich nicht setzen, nix. Und der Arzt hat gesagt, ja, das, Fistel, komisch, mach mal eine Darmspiegelung. Ich so, nee, sie haben mich nicht richtig verstanden, ich habe eine Fistel, ich habe nichts mit, ich muss da nichts, da muss nichts in den Darm rein. Und dann, aber zum Glück haben sie das gemacht, sage ich mal, dann gab es wenigstens mal dann bekam das Kind seinen Namen, so die ganzen Fäden, die ganzen Symptome, hat dann immer eine Kernkrankheit gehabt, wo das alles herkommen könnte. Und aber befriedigend war natürlich die Diagnose auf der einen Seite schon, weil man jetzt wusste, okay, das ist das. Und unbefriedigend natürlich die Nachricht, ja, das ist genetisch, da können Sie nichts machen, werden Sie Ihr ganzes Leben haben. Ernährung spielt keine große Rolle, so wie irgendwie Stressmanagement können Sie machen, aber so richtig bringt das auch nichts. Aber wir haben ganz tolle Medikamente und davon geben wir Ihnen jetzt mal so 21 Tabletten am Tag. Das war dann so der zweite richtig große Schub, wo das dann immer mehr wurde mit den Medikamenten. Vorher war das noch Cortison, ein bisschen Mesalazin und dann wurde das immer mehr. Ja, Rektalschäume und andere Geschichten noch. Später dann auch Azathioprin, also dann geht es schon in die Richtung Immunsuppressiva und Biologika, diese NFT-Alpha-Blocker, ich vergesse mal den Namen, also ja, Infliximab, genau, Infliximab hieß das Zeug. Und das ging eine ganze Weile so weiter, bis ich dann irgendwann gesagt habe, ich nehme das nicht mehr so an. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich mir mein ganzes Leben lang jetzt die Medikamente so reinschießen lassen muss und dass da irgendwie, dass ich da nichts gegen tun kann. Also das hat sich nicht richtig für mich angefühlt und dem Gefühl bin ich ein bisschen nachgegangen, habe dann auch versucht, ernährungstechnisch Sachen umzustellen. Man hört ja hier und da vielleicht über den guten Kolja Altmann zum Beispiel auch, dass es dann Leute gibt, die sagen, die leben ohne Symptome vielleicht und die leben auch ohne Medikamente. Und das ist ja eigentlich nicht das, was mir der Arzt erzählt hat. Und dann guckt man in so alternative Richtungen, probiert viel aus, macht vielleicht mal hier auch da vielleicht auch krasse Fehler und richtet mehr Schaden an als Gutes. Aber sehr viele Lektionen konnte ich dann dadurch lernen, bis ich an den Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, ich setze jetzt alle Medikamente ab, weil ich das Gefühl habe, die stehen mir bei meiner weiteren Heilung, bei meiner weiteren Genesung eigentlich nur noch im Weg. So, psychisch haben die sich für mich nicht mehr so dolle angefühlt. Ich habe mich nicht gefühlt so, als wenn ich wirklich im Hier und Jetzt bin, so ein bisschen ja, Out-of-Body-Experiences und solchen Quatsch. Und ja, da habe ich dann mich sehr belesen über Psychologie, über Ernährung und so weiter und so fort und habe dann die Medikamente, wie gesagt, abgesetzt und gemerkt, so hey, das ist eigentlich, das sind nicht so grundlegende Sachen, die ich hier gerade gelernt habe und die ganze Welt weiß das aber scheinbar nicht. Und ich bin der Meinung, das müssen die aber unbedingt erfahren, dass sie es auch mal ausprobieren können. Vielleicht haben die gleichen Resultate, wo es dann für mich sehr klar wurde, dass ich gerne einen YouTube-Channel ins Leben rufen möchte. Und da mache ich seit über einem Jahr jede Woche ein Video
und bespreche da vor allem drei große Faktoren: die Ernährung, die Psychologie, die Physiologie, was ich jetzt die drei Hauptsäulen der Gesundheit von Menschen sehe. Da sollte eigentlich alles reingehen, wie, was weiß ich, die Luftqualität oder Stress auf Arbeit oder wie gesagt, was esse ich täglich. Und wenn man da so ein bisschen die Stellschrauben verdreht, dann bekommt man am Ende ein ganz anderes Resultat. Und das ist nichts, was ein Arzt direkt jetzt ansprechen würde. Und da sehe ich so deinen und meinen natürlich Wert, dass wir über solche Themen sprechen, die ja groß nicht unbedingt, sag ich mal, woanders ja, kommuniziert werden. Ja, und du meintest ja, du hattest davor dann schon die ganze Zeit irgendwelche gesundheitlichen Probleme, Gelenkschmerzen und so weiter. Und also vor der Diagnose. Da hast du ja auch noch nicht in dieser Chicken McNuggets Fabrik gearbeitet. Also diese ganzen Krankheiten, diese ganzen Symptome müssen ja irgendwo ihre Ursachen gehabt haben. Was glaubst du, was davor so die Ursachen gewesen sind? Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss direkt nochmal dir das Mac aus den Chicken klauen, weil das war nicht für McDonald's. Jetzt muss man so fair muss man sein. Das waren noch eine niedere Qualität eigentlich. Okay. Aber ich sag mal so, ich habe mich mein ganzes Leben lang nicht wirklich, also vor allem in der Kindheit, irgendwie nicht so gefühlt, als passe ich so in meine Umgebung rein. Ich war ein sehr extrovertierter Mensch, sehr extrovertiertes Kind und irgendwie habe ich da so mit einer eher rauen Umgebung und einer eher raueren Mentalität nicht wirklich meinen Platz gefunden und habe dann angefangen, verschiedene Masken auch aufzusetzen, um anderen zu gefallen. Und diese Sache, wenn man täglich jemand anders sein muss als man selbst, um sich zu schützen vielleicht vor dem, was da im Außen passiert, so bis, wenn man das so sagen kann. Ob da andere sich über einen lustig machen oder vielleicht gibt es da auch mal Streit mit der Familie und diese ganzen Geschichten. Ich glaube, das raubt so viel Energie, wenn man das tagtäglich macht. Das kriegt man selber gar nicht so richtig mit, aber viele, mit denen ich auch arbeite, mit denen ich gesprochen habe, das resoniert für die schon so. Wenn das einer macht und er hört das von einer anderen Person, dann klickt das schon manchmal so, ja, stimmt, Mann, ich bin auch nicht so wirklich ich selbst manchmal. Ich muss mich schon verstellen und ich denke, ich muss mich verstellen, weil mit mir was nicht stimmt so. Das, glaube ich, ist so ein ganz, ganz großer Faktor, den ich erst dann 2016 wirklich in Angriff genommen hatte. Da hatte ich einen sehr, sehr starken Schub, eine sehr, sehr starke Depression und vor allem war ich auch der Meinung, also wenn das Leben jetzt so weitergeht, wie es jetzt gerade ist, dann will ich eigentlich gar nicht mehr leben. Also ich habe wirklich mit dem Gedanken gespielt, mir das Leben zu nehmen. Und in den 2 Wochen habe ich halt gefragt, so, ey, was habe ich übersehen? Und da kam vor allem später dann Meditation ins Spiel und viele, viele Dinge, die ich vorher als absoluten Humbug abgetan habe. Alles, was so in die Spiri-Richtung geht und habe mich da mal komplett ausgelebt damit. Und war am Ende alles, was ich da so gelernt habe, war am Ende das, was ich schon immer wissen wollte. Aber nie gab es da wirklich einen Draht also da gab es nicht wirklich Menschen, die das mir gezeigt haben. Das lernt man nicht in der Schule, das lernt man nicht vom Onkel oder vom Schulkameraden. Das sind so Sachen, da gibt es nur wenige, die darüber sprechen. Vielleicht mehr heute, weiß ich nicht. Und da habe ich dann richtig gemerkt, so, ah, Leidenschaft kommt da hoch. So, ich will eigentlich mehr Leidenschaft in meinem Leben. Ich will eigentlich mehr das machen, was ich persönlich für richtig halte. Und ich sehe das so wirklich als 60 bis 70% der Ursache für diese Erkrankung. Und dann obendrauf natürlich noch die Ernährung, unsere Lebensbedingungen, der Lebensstil. Ich sage das immer so, dass ich sehe das wie so eine Art Konto. Wir haben so ein Energiekonto und da gehen vielleicht über unsere Ernährung vielleicht mal so 80 Energie-Euro täglich rein. Aber wenn da durch Stress bedingt, durch Umwelteinflüsse, Stressoren oder andere Sachen 130 Euro da täglich ausgegeben werden, da rutschen wir irgendwann ins Minus. Und dieses Minus kompensieren wir zuallererst mit Medikamenten. Und irgendwann merkt man aber, die Medikamente sind auch nur eine Art Kredit. Dann hat man auf lange Sicht noch mehr Probleme als vorher, sondern vielleicht in anderen Richtungen. Und der Schlüssel für mich war da wirklich zu gucken, okay, wo muss ich hier ansetzen, dass ich entweder mehr Geld aufs Konto kriege oder weniger ausgebe. Und das könnte ich jetzt nie in 5 Minuten erzählen, was ich damit alles meine, aber das sind diese drei Faktoren, die ich vorher schon erwähnt habe. Ja, cool, dass du das ansprichst. Also bei mir war das ja ähnlich. Also das Thema Depression, was dann einhergeht mit dieser Erkrankung. Ich war auch so wie du, ganz normal rationaler Mensch, atheistisch eigentlich eingestellt, habe mir über sowas nie Gedanken gemacht. Und auch wie bei dir war es dann so, dass
wo ich dann die Diagnose bekommen habe und wo es mir dann so schlecht ging, dass ich wirklich kaum das Haus verlassen konnte, dass ich einfach keinen Bock mehr hatte zu leben. Und so kam ich ja dann auch an diese spirituellen Themen, weil bei mir war es dann so, ich habe mich ja dann mit, was passiert nach dem Tod, gibt es ein nächstes Leben und all sowas, weil ich habe eigentlich schon mit diesem Leben abgeschlossen gehabt. So, ich dachte mir, ja, okay, das bringt es ja jetzt nicht mehr. Ich bin so, wenn jetzt so mein Leben aussieht, da die einzige Hoffnung ist, dass es noch ein anderes Leben gibt oder so, ja. Und so kam ich dann eben auch an diesen Punkt mit, ja, habe ich mich dann mit Buddhismus auseinandergesetzt oder auch mit Christentum, Islam, vedische Kultur viel, aus dem heute der Hinduismus entstanden ist, war bei mir immer sehr großes Thema, das hat mich sehr fasziniert. Ja, und damit einher geht ja dann natürlich auch Meditation und so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung und all das. Und auch, ja, man kann es auch wirklich als sehr große Kraftquelle ansehen, finde ich, diese Punkte, weil die komplett diametral gegenüber der ganzen Schulmedizin und heutigen Wissenschaft stehen und dir so viel Kraft zurückgeben, dass du merkst halt einfach, ja, du bist nicht irgendwie so ein kleines Nichts, was irgendwie angewiesen ist auf Medizin oder auf Wissenschaft, sondern das Potenzial von dir oder was hinter dir ist, wenn man jetzt mal gläubig ist oder spirituelle Themen sich beschäftigt, das ist so immens und daraus wächst eben eine sehr, sehr starke Kraft. Und allein dieser Punkt glaube ich auch, dass der jetzt nicht die einzige Lösung war, um die Erkrankung in den Griff zu bekommen, sondern aber doch schon den Großteil eigentlich ausgemacht hat. Auch wenn ich alles andere dann richtig gemacht hätte, mich richtig ernährt und so weiter, aber nicht diese Komponente eben mit reingebracht hätte, hätte ich es nicht geschafft. Der Glauben ist halt so, so wichtig. Ja, und das Mindset, was man eben hat. Also ja, war bei mir dann auf jeden Fall ähnlich. Ja, und genau auch dieses Freiwerden von der Persönlichkeit. Ja, wenn du meinst, man muss sich ja immer verstecken, man muss Masken aufsetzen. Ja, und das raubt eben sehr viel Kraft. Und umso weiter man sich mit Persönlichkeitsentwicklung und so weiter beschäftigt, kommt man ja auch irgendwie an den Punkt, dass man einfach freier wird. Dass vielleicht einem egal ist und man einfach selten man selber ist, man ist schlecht gelaunt, wenn man schlecht gelaunt ist, man ist gut gelaunt, wenn man gut gelaunt ist, so scheiß drauf. Und das, ja, das ist halt auf jeden Fall ziemlich kraftvoll. Ja, genau. Und wie kamst du dann an den Punkt, wo du dir gesagt hast, du meintest ja, du hast ja deine Medikamente genommen und irgendwann war es dann so, nee, das geht nicht, ich muss jetzt was anderes machen. Vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen, wann genau dieser Punkt war und vielleicht was die Gedanken waren, die diesem Punkt vorausgegangen sind. Ja, also das resoniert vor allem mit dem, was du gerade eben schon gesagt hast, sehr stark, weil ich habe auch letztens, ich war kurz vorher noch kurz einkaufen, um noch was für einen Kaffee zu haben sozusagen. Und da habe ich auch nur was angehört, was sich genau darum auch gedreht hat. Und da hat ein sehr kluger Mann gesagt, dass die Leute dann sich mit Spiritualität beschäftigen, wenn sie einen Grund für ihr Leiden suchen. Wenn sie aus dem Leid ausbrechen wollen, einfach eine Antwort auf diese Frage, so warum ich, warum muss ich leiden? Was ist da los? Und dann widmet man sich plötzlich spirituelleren Dingen. Und was da auch mit mir resoniert gerade, ist diese ganze polyvagale Theorie, also das Nervensystem, das autonome Nervensystem und welche Teufelskreisläufe da entstehen können, wenn der Darm nicht richtig funktioniert, man nicht genug Nährstoffe aufnimmt und dann sich das auf das soziale Leben auswirkt und man nicht mehr mit Menschen in Kontakt tritt und man dann immer weiter in diesen Nervensystemzustand gerät, wo man eigentlich nicht anders sein kann als hoffnungslos und hilflos, wobei dann in eine menschliche Interaktion eigentlich hilfreich wäre, in ein anderes Stadium des Nervensystems zu kommen. Da lese ich gerade ein Buch drüber und finde ich mega interessant. Der Punkt war bei mir genau der, das Leid wurde einfach zu groß. Das wurde einfach so, es kam einfach an den Punkt, wo ich selber nicht mehr glauben konnte, dass außer mir oder dass jeder Mensch so sehr leidet wie ich und dass nur ich irgendwie das nicht kapiert habe. Das hat für mich keinen Sinn mehr gemacht. Das war für mich so, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Das geht doch nicht. Ich leide. Warum leide ich? Warum ich? Das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, den Weg, den ich bis jetzt gegangen bin, den muss ich so, wie er ist,
beäugen und muss sagen, okay, den bin ich gegangen und jetzt muss ich aber auch mich öffnen und andere Wege gehen. Weil immer nur das Gleiche zu tun, aber andere Resultate zu erwarten, das hat ja Albert Einstein schon gesagt, so die Definition von Wahnsinn. Deswegen, ich habe das in meinem E-Book, glaube ich, so beschrieben wie so ein Fahrradschloss. Wenn ich immer die gleichen Zahlen angebe, dann geht es halt nicht auf. Aber wenn ich dann mal andere Zahlen eingebe, was passiert denn dann eigentlich? Und diese ganze Neugierde übers Leben und über mich selbst, wirklich sich nach innen zu kehren und dann nicht immer die Antworten von außen zu nehmen, so was meine Familie sagt, was meine Freunde sagen, was der Arzt sagt, was der Typ auf YouTube sagt, sondern wirklich, was will ich eigentlich? Und das war ein ganz, ganz wichtiger Moment. Das war dann 2016, wo ich dann gesagt habe, dann ging wirklich ein ganz anderes Kapitel in meinem Leben auf einmal los. So, das war so der Moment bei mir. Wie war es denn bei dir? Okay. Ja, bei mir war es eigentlich so, dass es schon von Anfang an, also sobald ich die Diagnose bekommen habe, wusste ich eigentlich, dass wenn ich diesen Weg so weitergehe, dann, dann wird es bei mir genauso sein wie bei allen anderen halt. Ja? Mhm. Ja, weil ich dann genau die Schritte ja mache, die meisten Menschen machen und somit auch eben die Resultate habe, ja, wie Medikamente, Krankenhausaufenthalte und im Endeffekt dann eventuell ja Darmoperationen oder was da passiert. Ich hatte halt den Vorteil, ich hatte davor schon so ein bisschen mit Heilpraktikern zu tun und so ein bisschen wegen der Haut, wegen Akne, einfach verschiedene Sachen ausprobiert. Und da hast du ja auch das Problem, du kriegst verschiedene Cremes verschrieben. Und die wirken dann bis zu einem gewissen Punkt, 3 Monate vielleicht, dann bilden sich Resistenzen oder was weiß ich, dann wirken die einfach nicht mehr. Und so musst du wieder auf alternative Produkte umsteigen. Und da habe ich schon so gemerkt, ja okay, also irgendwie diese Schulmedizin, das ist nicht so ganz die Lösung. Und da habe ich auch schon ein bisschen mit der Ernährung rumexperimentiert und habe dann gemerkt, ja, Milchprodukte weglassen, das ist gut für die Haut. Ja, und so kleine Sachen, die man dann eigentlich so lernt, sage ich mal, im Laufe der Krankheitsgeschichte. Mhm. Und auf jeden Fall habe ich dann die Diagnose bekommen und ich war zu Hause. Ja, und ich dachte mir nur, nee, also ich habe jetzt die Chance, so weiterzumachen, ja, und dann diesen Trott, dieses Leben zu leben oder komplett was ganz anderes zu machen. Ich habe dann auch mich dazu entschieden, ich empfehle es nie, also ich habe das auch in Videos schon erwähnt, ich empfehle es nicht, aber ich bin dann gar nicht mehr zum Gastroenterologen gegangen. Ich war da einmal beim Gespräch so und dann dachte ich, also diesen Weg gehe ich nicht. Ich bin natürlich dann immer hingegangen und habe mir meine Medikamente geholt. Ich musste dann auch noch ein Jahr lang Medikamente nehmen. Ne? Auch wie du meinst, bin ich jetzt niemand, der sagt, nimm überhaupt keine Medikamente, sondern die verschaffen dir halt Zeit, die Symptome unter Kontrolle zu halten. Aber ich habe eben diese Zeit genutzt, um alternative Wege zu nehmen. Auch wenn es mir zu der Zeit immer noch sehr, sehr schlecht ging, sodass ich kaum das Haus verlassen konnte. Und die Medikamente haben mich so halbwegs am Leben gehalten, könnte man eigentlich nur sagen. Mehr haben sie eigentlich nicht gemacht. Ja. Und dann habe ich einfach alle möglichen Sachen ausprobiert dann. Ja. Also von Ernährungsberatung, ayurvedische, chinesische, welche Tipps aus dem Internet, verschiedene Sachen ausprobiert, Nahrungsergänzungsmittel, bei einer Heilpraktikerin gewesen, die mir da auch nochmal sehr gut geholfen hat, mit der ich aber auch dann erstmal verschiedene Sachen ausprobiert habe, bis ich dann eine Kombination quasi gefunden habe, die sehr gut passt. Und so war es dann natürlich auch ein monatelanger Weg, erstmal eine gute Therapieform zu finden und dann wieder ein monatelanger Weg, ja, damit es überhaupt besser wird. Man kann auch nicht sagen, nach einem Monat wird es dann besser und die Symptome fallen runter. Das hat bei mir schon sehr lange gedauert. Ja. Aber ja, es ging eigentlich relativ schnell dann. Nachdem ich eben, wichtig war eben, dass ich dann meine richtige Ernährungsform gefunden habe, die Nahrungsergänzungsmittel, die für mich passen und dann eben so meinen Weg navigiert habe. Und genau, das wäre auch so das Nächste, was mich interessiert. Was waren denn für dich persönlich dann so die Ernährung und die Nahrungsergänzungsmittel, die für dich dann so die Lösung dargestellt haben? Polarisierendes Thema. Oh, Ernährung, das Thema dieser Tage, zumindest für mich in meiner Bubble. Ist es vegan? Ist es ketogen? Ist es Carnivore? Ist es die SCD? Oh mein Gott, Fleisch weiß doch jeder, dass rotes Fleisch krebserregend ist. Weiß doch jeder, dass Milchprodukte Entzündungen verursachen. Weiß doch jeder, dass, was weiß ich,
Nüsse sehr gesund sind. Also es gibt da für jedes Nahrungsmittel gibt es positive Studien, es gibt negative Studien, es gibt Gurus, es gibt Facebook-Gruppen. Es ist wirklich ein absoluter Dschungel. Ich sage das jetzt bewusst übertrieben, sage ich mal, aber ich habe sie alle ausprobiert, sage ich mal. Und irgendwann festgestellt, dass jeder ein bisschen Wahrheit mit sich bringt, aber alleine nicht nachhaltig ist. Also man muss auch wirklich relativieren. Manche Ernährungsformen sind auch mehr, basieren per Definition schon mehr auf moralischen Ebenen als jetzt direkt für die Gesundheit. Und manche basieren direkt nur auf der Gesundheit und lassen moralische, umweltbedingte vielleicht Faktoren auch komplett raus. Deswegen, ich habe Karnivor gelebt. Ich glaube, das war das Krasseste, was ich je gemacht habe. 3 Monate nur Rindfleisch, Wasser und Salz und nichts anderes. Was? Frag mich nicht, wie ich das durchgehalten habe. Also Disziplin ist wichtig, aber wenn man das so easy schafft wie ich, muss man sich auch in der Frage, ob mit der Disziplin nicht irgendwie was nicht stimmt bei einem. Das ist fast schon Selbstgeißelung. Das machen manche Leute aber schon seit Jahren. Das ist absolut krass. Und die Ergebnisse waren sehr überraschend. Man sollte jetzt denken, weil Fleisch ja hat ja ein paar Aminosäuren, die als entzündungsfördernd gelten, da hätte ich ja eigentlich jetzt einen Schub bekommen müssen. Aber es ist das ganze Gegenteil passiert. Also mir ging es das erste Mal, als ich diese Diät gemacht habe, und ich sage es gleich, ich empfehle diese Diät heute nicht mehr, weil manche kommentieren unter meinem Video, ohne sich das Video anzugucken. Ich sage da schon in dem Video, ich halte davon nichts. Von Ketogen auf lange Sicht halte ich nicht so viel. Ich habe da einfach selber die persönliche Erfahrung gemacht, das stresst den Körper ungemein auf Dauer. Und ich hatte dann keine Entzündung mehr. Ich habe gemerkt, mir geht's. Ich habe beim Meditieren, das war dieser eine Moment, da habe ich geweint, weil ich das erste Mal so dieses Bauchgefühl hatte, wo ich denke, so, das ist eigentlich normal. Und das hatte ich 27, vielleicht 29, 28 Jahre meines Lebens nicht. Und das fand ich auch irgendwie super, aber auch ganz schön traurig. Aber das kam wieder mit anderen Schwierigkeiten. Davor hatte ich die SCD probiert. Das ist eine sehr, sehr, sehr regellastige Ernährungsform. Die Karnivore ist super einfach, ne? Muss man nicht viel nachdenken. Man weiß ja, was man essen kann. Aber diese SCD war sehr, das ist legal, das ist illegal und das muss man rauslassen. Und bei ganz vielen Ernährungsformen gibt es dann so ich sage mal, so, da steht an einer Stelle so der Nagel über und dann kann man den Nagel ziehen. Sondern verliert das Ganze seine Grundlagen. Bei der SCD war es halt so, dass ich selbst durch mein Studium und so weiter auch weiß, dass manche Mikroorganismen, das war der Ziel der SCD-Ernährung, die Mikroorganismen auch ein bisschen zu beeinflussen, um Leaky Gut zu heilen, dass man die nicht aushungern kann. Selbst wenn ich keine komplexen Kohlenhydrate esse, werden die nicht einfach so aushungern. Weil die dann einfach, Candida zum Beispiel, einfach switcht auf eine andere Energieform zum Beispiel. Und ich habe auch mich nicht super 100% gefühlt mit der Ernährung. Ich habe das wirklich diszipliniert ein ganzes Jahr durchgezogen. Und dann ging es doch hin und her und viele weitere Fehler und Lektionen gelernt. Und dann habe ich dieses, ohne gucken, mal gucken, wie ich es hinkriege. Nee, muss gucken. Dieses Buch hier, das gibt es jetzt sogar auf Deutsch. Weston Price. Gibt es sogar auf eine deutsche Übersetzung. Habe ich gestern mir bestellt, dieses Buch dann in die Hände bekommen, beziehungsweise einen Kurs, in dem das Buch auch behandelt wurde. Und das ist eigentlich, wer es nicht kennt, da gab es einen Typ, einen Zahnarzt, der hat einfach sehr viele Kulturen bereist und die noch isoliert waren, weil glaube sein Cousin oder sowas war National Geographic Kameramann oder sowas. Und er hat gesagt, wir sind gerade im Urwald hier, und da kommen Leute aus dem Wald und die sehen einfach mal unglaublich hübsch aus. Und das musst du sehen, die haben perfekte Zähne, aber die haben keinen Zahnarzt und keine Zahnbürste, nix. Und seine Idee war War dann der nicht sogar erstmal, Zahnarzt? nochmal bitte. War er nicht sogar Zahnarzt? Er war Zahnarzt, richtig. Genau, er wollte sich die Zähne dann direkt angucken, wollte gucken, was da los ist, weil er selber seinen Sohn verloren hat bei einer Wurzelbehandlung. Er hat selber eine Wurzelbehandlung gemacht und sein Sohn da ist daran gestorben, leider. Also, und das Ende von Beef, von der ganzen Geschichte, sind eigentlich fast so Säulen, die er auf der ganzen Welt gesehen hat, die ernährungstechnisch da etabliert waren. Und das war für mich so der Moment, wo ich sage, das fühlt sich für mich am besten an. Und das halte ich auch für die Art und Weise, und das ist eine persönliche Entscheidung, wie wir Menschen gesund an Nahrungsmittel anbauen können, mit den Tieren, mit den Pflanzen in einer Gemeinschaft wieder leben können, in einer Symbiose leben können, anstatt Tiere irgendwie in riesen Ställe zu packen. Und ich war Veganer auch, ich habe die ganze Dokumentation auch gesehen, in die Ställe zu packen, dunkel und da sonst wie zu drangsalieren. Da aus solchen Produkten, ja, habe ich nicht das Gefühl, dass da Gesundheit rauskommt. Was denkst du darüber?
Ja, also das ist ja dann eher die Paleo-Richtung, oder? Wenn ich jetzt. Nicht ganz, weil die haben Getreide angebaut. Da gab Okay. es besonders so ein Volk in der Schweiz, was immer als Vorzeigeexemplar gilt für unsere Breitengrade. Die waren isoliert zwischen so zwei Bergen. Die konnte man damals, bis da ein Tunnel gebaut wurde, nur über den Bergkamm erreichen. Das waren so 3, 4 Monate im Jahr, da konnte man drüber, weil sonst war zu viel Schnee. Oder durch so einen ganz schmalen Pfad. Man konnte also nicht mit LKWs da Konserven und Zucker und was weiß ich was reinliefern. Ja. Deswegen mussten die sich selbst versorgen. Und das war Ja. jetzt eine sehr, sehr, sehr interessante Geschichte, was die gegessen haben täglich. Weil man sollte denken, die haben da Gemüse angebaut, aber es ist die Schweiz. Da gibt es nicht das ganze Jahr über Gemüse. Und die haben eigentlich das ganze, so die Hauptmahlzeiten war Brot mit Käse. Ah ja, krass. Okay. Ja, ist immer wieder interessant, wie unterschiedlich, ne, auch so Völker sich ernähren. Die einen komplett nur Fetteiweiß, dann gibt es doch wieder welche mit fermentierten Getreideprodukten und so weiter. Aber natürlich haben alle eine Sache gemeinsam, das sind ja einfach natürlich angebaute Sachen ohne irgendwelche Zusatzstoffe und so weiter. Und ja, da kann man natürlich schon mal viel Wissen eigentlich rausziehen, allein durch diese Beobachtung. Absolut, die haben Ach. eine gewisse Art von Liebe gehabt, auch mit den Tieren umzugehen. Die wussten genau, welche Gräser schmecken den Kühen am besten und sind dann kilometerweit auf dem Berg hoch, wo die Gräser waren, dass die Tiere da fressen konnten. Und dann kam da so Butter raus, die war orange und die haben die Butter so verehrt, weil die haben dann getestet, 10-mal mehr Vitamin A als normale Butter, 10-mal mehr Magnesium und sowas. Und die haben aus den Kerzen, aus der Butter Kerzen gemacht und die so auf dem Altar gestellt. Also das waren so. Sehr, sehr viel Dankbarkeit auch für die Nahrungsmittel. Super interessante Geschichte, da geht mir das Herz auf. Was war so für dich so Ja, also bei mir war es ernährungstechnisch? auch natürlich total das erstmal das Rumprobieren, erstmal Fleisch weglassen. Da war es natürlich das Problem, das waren zu viele Kohlenhydrate. Da habe ich relativ schnell gemerkt, dass die Kohlenhydrate mir irgendwie nicht wirklich gut tun. So, dann halt auch chinesische, ayurvedische Ernährungsrichtung und so. Aber es war nie so das Ganze, nicht so das ganz Richtige. Und dann irgendwann kam ich auch auf die SCD-Ernährung, genau, das war das nächste, hier über dieses Buch von Elaine Gottschall oder wie sie Genau. heißt. Und klar, das dann auch erstmal ausprobiert, auch sehr diszipliniert mit diesem Joghurt. Kennst du diesen 24-Stunden-Joghurt. Joghurt-Zeitalter? Genau. SCD-konforme Joghurts, SCD-konformer Quark und was da alles gibt. Ja, und genau auch, wie du sagst, da gibt es ja tausend Richtlinien. Und ich war dann auch in so einem Forum unterwegs und da merkst du aber auch, wie die Leute sich an diese Ernährungsform klammern, wie eine Religion auch wirklich. Absolut. Ist das konform? Kann man das essen? Anstatt einfach mal zu gucken, würde es denn für dich überhaupt passen? Ich muss dir ganz kurz das Wort fallen. Die krasseste Geschichte, die ich da gelesen habe, wo ich auch selber gesagt habe, so, ey, das ist nicht das Richtige, war, da hat jemand gefragt, ey, kann ich eigentlich Briefmarken anlecken? Und ich gesagt, nein, bloß nicht, weil in den Briefmarken sind komplexe Kohlenhydrate drin. Das ist nicht Sag, komm, Alter. SCD-konform. Ja, heftig. Aber so ticken halt scheinbar viele Leute, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, okay, hier ist schon was dran, hier kann man schon ein bisschen, ja, ein bisschen was mitarbeiten, aber es ist jetzt noch nicht die optimale Lösung. Und bin dann irgendwann auf ein Buch gestoßen, Metabolic Typing, William L. Willcott oder so heißt der. Und ja, da habe ich halt dann gelesen, dass es verschiedene Stoffwechseltypen gibt: Kohlenhydrat-Stoffwechseltyp, Eiweiß-Fett-Stoffwechseltyp, eben ein Spektrum dazwischen. Aber das sind so die zwei polaren Enden. Habe dann halt diesen Test gemacht und habe halt dann geguckt: Okay, ich bin ein Eiweiß-Fett-Typ, habe mich mal so an diese Ernährungsform gehalten und das hat mir halt sehr gut getan. Und aber man hört natürlich auch immer wieder: Ja, mir hat die vegane Ernährung, naturbelassene vegane Ernährung richtig gut getan und so. Und da kommt man halt oft auch mal in so Streitgespräche rein. Und da muss es halt einfach so sein, dass man nicht sagen kann, es gibt die optimale Ernährung, sondern es gibt einfach verschiedene Körpertypen, die dann für die verschiedene Ernährungsformen passen. Man muss nur halt wissen, woher weiß man denn, was seine Ernährungsform ist. Man kann das natürlich heraustesten, aber ich finde halt diese Stoffwechseltyp-Geschichten bilden da halt einen sehr guten Anhaltspunkt, um das zu machen und dann zu testen, ob da halt was dran ist. Bei mir hat das gut funktioniert und ich kenne auch viele Leute, bei denen das gut funktioniert hat. Und das war dann so die Ernährungsform, die ich eigentlich einbehalten habe, wo ich gemerkt habe, die ist für mich persönlich am besten. Bei mir geht es quasi aufgrund des Stoffwechseltyps dann eher in die Paleo-Richtung. Ja.
Ja, Fett, Eiweiß, ein bisschen Kohlenhydrate schon, je nach Bewegungslevel ist es bei mir. Ja, wenn ich jetzt nicht viel bewege, esse ich auch Couscous, Reis, Kartoffeln habe ich sowieso mit drin, so Sachen natürlich. Ja, aber auch wenn jetzt jemand kommt und sagt, ah, ich habe einen Kohlenhydratstoffwechseltyp, ja, vielleicht bringt es dem etwas, wenn er sich vegan ernährt. Das kann schon sein, muss man ausprobieren. Genau. Ja, Nahrungsergänzungsmittel, vielleicht sprechen wir das auf jeden Fall noch an. Was war da so dein Ding, was dir da geholfen hat? Genau, Ja. komme ich sofort dazu. Noch einen Gedanken zu dem letzten Thema mit vegan, ketogen, Carnivore und so weiter. Welche Ernährungsform ist die richtige? Wenn man sich das ist wirklich gerade so mein Steckenpferd in der jetzigen gerade Phase, so um mich über Trauma mehr zu informieren, über das Nervensystem, wie Trauma sich im Körper wirklich manifestieren kann auf eine gewisse Art und Weise, weil wir verschiedene traumatische Situationen immer wieder triggern und immer wieder unterbewusst durchleben. Und wenn wir da in diesen Kampf- und Fluchtmodus kommen, unseres Nervensystems, also eigentlich ein Modus, der sollte kommen, wenn wir in der Wildnis einem Tier begegnen, was uns jagt, wenn man so möchte, oder ein anderer Mensch, der uns Gewalt zufügen sollte, da hört komplett die Darmfunktion auf. Deswegen, es gibt auch genug Menschen, die versuchen alle möglichen Ernährungsformen und haben mit keiner wirklich Erfolg, weil einfach das Nervensystem eine richtige Verdauung gar nicht richtig erlauben kann. Und deswegen bin ich manchmal wirklich der Meinung, es gibt die richtige Ernährung per se so nicht. Und ich bin auch der Meinung, manchmal 70% von dem, was der 70% des Erfolges einer Ernährungsform, selbst wenn es die SCD ist, selbst wenn es Formen sind, die für mich nicht funktioniert haben, kommen allein daher, dass man sich auch jetzt mit sich selbst mal befasst, das Problem mal wirklich in die Hand nimmt, anstatt die ganze Zeit in eine Opferrolle zu stecken und dann auch jemanden wirklich vertraut. Vielleicht gab es in der Kindheitsgeschichte nie wirklich großes Vertrauen zu anderen Personen. Vielleicht hat da vielleicht eine Mutterfigur, eine Vaterfigur gefehlt und diese jetzt irgendwie in einem Kurs, in einem YouTube-Video, in einem Buch wiederzufinden, dass sich jetzt jemand um dich kümmert, das glaube ich, ist super kraftvoll. Und ich glaube, da das ist auch eine Begründung, warum man manchmal was isst, was man gut verträgt und an anderen Tagen verträgt man es gar nicht. Vielleicht kennst du das auch. Also da gibt es manchmal Sachen, die esse ich und dann vertrage ich die und dann bin ich aber jetzt in einem anderen Land oder so und esse die da oder ich bin, was weiß ich wo, und dann vertrage ich das nicht oder habe eine stressige Woche und Ja, dann. man kennt das ja auch zum Beispiel, wenn man verliebt ist. Ja. Einem geht's richtig gut so und du kannst alles essen. Ja. Liebe geht durch den Magen. Ja. Ja. Da gibt es ja auch dieses Beziehungsbäuchlein. Wenn man dann so glücklich ist, auf einmal isst man ja sein, wird man immer fetter. Ja, zum Beispiel. Das wäre halt auch schon, wir können auch darauf eingehen. Also, das ist auch eine Frage, die ich halt habe. Welche psychischen Faktoren waren für dich halt wichtig oder findest du als wichtige Sachen? Vielleicht können auch gerne erstmal dieses Ding besprechen. Ja, du meintest ja schon, dieser Stressfaktor, ja, diese Kampf-Flucht-Reaktion, ja, dass wenn man in diesem Sympathikus ist, dass man ja einfach nicht verdauen kann, man kann nicht regenerieren und so weiter. Genauso wie Traumata war auch so meiner Erfahrung nach. Ich hatte ja auch viele Klienten, denen etwas passiert ist. Ja, das ging von, die haben Unfälle gesehen an der Arbeit. Ja, allein das Sehen von dem Unfall hat schon Traumata ausgelöst, was wahrscheinlich der einzige Grund für die Colitis dann war. Ja, da hatte ich einen zum Beispiel, das fand ich auch krass, die wurden überfallen. Ja, die haben ganz normal zu Hause wurden die ausgeraubt, kann man sagen. Ja, die Einbrecher wollten da irgendwie an den Safe oder so. Und das Erlebnis war dann so ein Schockmoment, so ein Traumata, ja, was sich dann dementsprechend irgendwie im Körper manifestiert hat. Also es muss irgendwie eine Art von Zellerinnerung geben. Ja, oder das Traumata kann auch in der Kindheit passiert sein, ja, keine Bezugsperson oder und so weiter oder ein Verlust in der Kindheit. Und im Erwachsenenalter passiert dann etwas und das ganze Thema aus der Kindheit kommt plötzlich hoch. Ja, Als wenn es jetzt gerade passieren würde. genau. Und das löst dann eben diese Erkrankung aus. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kannst du auch noch mal was aus deinem Leben oder persönlich Genau. für dich etwas dazu sagen. Also, ja, also ich hatte diese Woche erst, war es diese Woche oder letzte Woche, hatte ich erst einen Workshop über Traumata. Ich arbeite noch in so einer Coaching-Schule, wo ich selber gelernt habe, bin ich auch als Trainer angestellt. Und diese Frau hat, ja, die hat Jahrzehnte sich mit Trauma auseinandergesetzt. Und das Erste, was sie so gesagt hat, ist, Trauma wird ganz oft benutzt, heutzutage als Wort. Aber meinen wir wirklich Trauma? Weil manchmal gibt es einen Schock. Oder es gibt eine Situation, die ist halt nicht cool. Jetzt gerade ganze Corona-Situation und sowas ist für viele Leute nicht schön.
Aber das wäre jetzt nicht zum Beispiel ein Trauma. Trauma muss wirklich, ist wirklich was, das hat schon einen gewissen Effekt auf den Körper und auf die emotionale Gesundheit. Und was ich dann noch mitnehmen konnte von dieser Frau, ist auch was ich für mich validieren konnte. Wenn es um Traumata geht, könnte das erstmal Traumata kann von der Mutter über die Nabelschnur ans Kind weitergegeben werden. Und ich habe schon immer das Gefühl gehabt, ich halte es nicht für die beste Art und Weise, Trauma irgendwie zu begegnen. Also für die jetzt zuschauen, was ist Trauma? Ist einfach was passiert ist, was eine sehr starke negative Reaktion ausgelöst hat. Das kann alles Mögliche sein. Das können Sachen sein, dass man 3, 4 Jahre alt war, da hat ein anderes Kind, keine Ahnung, dir einen ins Gesicht geklatscht oder dir einen Joghurt ins Gesicht geschüttet und alle haben mich ausgelacht oder was weiß ich was. Oder wie bei mir zum Beispiel, ich bin in der Kantine ausgerutscht und habe mir einen Teller Milchreis ins Gesicht geknallt und die ganze versammelte Schule hat auf mich gezeigt und ausgelacht. Das sind so typische Momente auch vielleicht. Das wird dann irgendwann verinnerlicht, ohne dass wir es mitkriegen. Das ist im Unterbewusstsein. Und manchmal können so Sachen passieren, vielleicht wenn ich Milchreis esse, übrigens habe ich dann nie wieder gerne Milchreis gegessen, das ist auch so eine Reaktion, vielleicht esse ich Milchreis und dieser gesamte Scham, den ich da gefühlt habe, kommt wieder hoch. Und dann kann es sein, dass sich dann dieser Scham sich auf die Verdauung auswirkt und so weiter. Ich glaube halt einfach nicht, schon noch nie geglaubt, in diese traumatische Situation reinzugehen und das nochmal zu durchleben, dass das so gesund ist. Ich glaube, das kann mehr Schaden anrichten, als einfach zu sagen, okay, wir sind jetzt hier heute an diesem Tag, wie willst du denn eigentlich leben? Wie muss denn das zukünftige Leben aussehen? Und da ist Lebenssinnfindung für mich so ein ganz, ganz, ganz großes, ganz, ganz große Sache gewesen. Ich dachte immer, Lebenssinn ist was, das gibt es irgendwie. Und dann gibt es doch hier 43 oder was ist es von dem Film genau, hier? Die Antwort auf alles. Ja, genau. 43 oder 43. Und ich habe damit aber nicht verstanden, dass Lebenssinn was ist, was man selbst für sich herausfinden muss oder erschaffen kann. Und ich habe nie verstanden, dass ich eigentlich machen kann, dass ich eigentlich sehr viel Freiheit habe, dass ich eigentlich machen kann, was ich wirklich möchte. Aber dann das Problem gehabt, was will ich denn eigentlich? Und das ist gar keine so einfache Frage, das zu beantworten. Aber in diesen Prozess einzutauchen, auch wirklich ein sehr, sehr Thema, was mir sehr viel Leidenschaft gibt, wirklich Lebenssinnfindung, das ist was, das hat mir so viel innere Stärke gegeben. Das hängt auch stark mit der Spiritualität zusammen natürlich. Und es hat mir so viel innere Stärke gegeben, so wie als jetzt kämpfe ich für mich. Und das irgendwie, das war so ein ganz, ganz großer Punkt. Also 70% war alleine für mich das. Und da sagen die Experten jetzt, was den Vagusnerv und das autonome Nervensystem angeht, am Lebenssinn zu arbeiten, hat direkten Einfluss auf Traumata, also positiven Einfluss auf Traumata in der Vergangenheit. Es hilft einfach, das Zeug loszulassen. Ja, also ich habe ja auch viel im Thema Persönlichkeitsentwicklung so Seminare besucht und so weiter. Zwischen den Jahren 2016 und 2018 war ich da intensiv unterwegs. Und da gab es auch beispielsweise das Thema Selbstwertgefühl. Ja, man kann mit einem starken Selbstwertgefühl einfach auch ein Traumata entgegenstellen, könnte man sagen. Ja, und die Frage ist natürlich, wie man das erarbeitet. Ja, es gab dann immer in dieser Coaching-Szene, ja, Ziele setzen und erreichen, bin ich persönlich gar nicht der Fan von, weil es dich wieder abhängig macht, ja, von bestimmten Zielen, du musst es erreichen, dir Sachen vornehmen, sondern das Ganze einfach von jetzt auf gleich kannst du es theoretisch umsetzen. Ja, da gibt es so ein paar Möglichkeiten, ja, dass man zum Beispiel sich in ein Ereignis begibt, in dem man über seinen eigenen Schatten gesprungen ist und dieses Ereignis dann quasi sich bildlich vorstellt. Ja, und dann hat man halt bestimmte Übungen zu und hat dann ein bestimmtes Gefühl und kann so einfach von jetzt auf gleich seinen Selbstwert kreieren, was sehr, sehr stark ist. Ja. Und ich habe das immer genutzt, wenn ich dann irgendwo war, wo dann eben der Fall war, dass ich mit irgendwas konfrontiert wurde, was den Selbstwert heruntergezogen hat, dass ich dann diese Übung, die ich dort gelernt habe, direkt umgesetzt habe und wie eine Rüstung hat das Ganze funktioniert, dass eben diese äußerlichen Faktoren, die mich sonst runterziehen würden oder die alte Sachen heraufholen würden oder sonst was, dass das gar nicht an mich rangekommen ist. Ja. Und ja, so Sachen finde ich halt sehr, sehr gut. Und da sieht man halt wieder, wie stark das Thema Psyche da zusammenhängen und wie wichtig das ist und wie wichtig es ist, sich damit eben auseinanderzusetzen und bestimmte Techniken oder Verhaltensweisen zu erlernen.
Ja, das, was ich da auch höre, ist Visualisierung. Ja? Das ist einfach eine unglaubliche Superkraft, die wir haben. Wir können uns sehr gut Dinge vorstellen, was auf einer Seite ein Fluch sein kann, weil wir uns wieder in diese Situation wirklich hineinkatapultieren können mit unserer Vorstellungskraft. Auf der anderen Seite kann es auch gut sein und sehr hilfreich sein, einfach eine bessere Zukunft aufzubauen und sich das Ganze so bildlich und farbig und greifbar vorzustellen, dass man automatisch schon in diese Richtung geht. Law of Attraction ist so eine Sache, die da sehr kritisch beäugt wird, aber eigentlich genau das beschreibt. Und zum Beispiel aus eigener Erfahrung, Trauma ist ja auch immer was sehr stark Negatives und manchmal ist es. Kann es vielleicht auch hilfreich sein, die Situation nochmal zu durchleben und da auf die Suche zu gehen, auf was war denn eigentlich an der Sache positiv, um wieder in ein gewisses Gleichgewicht zu geraten. Zum Beispiel habe ich leider gesehen, wie mein Opa ist gestorben, ich habe den nochmal gesehen und das war definitiv ein traumatischer Moment für mich. Da war ich nicht vorbereitet drauf, dass das passiert und da glaube, da kann man sich gar nicht drauf vorbereiten. Aber es gab so manche Visualisierungen, die manche jetzt vielleicht als Meditation bezeichnen würden, wo ich in diesen Moment zurückgegangen bin, mir das so krass, also da muss man auch ein bisschen masochistisch sein, weil es nicht einfach ist, da nochmal reinzugehen. Aber dann wirklich mich zu fragen, so was sind hier eigentlich jetzt gerade schöne Sachen? Und da denkt man sich, da ist doch nichts schön dran. Aber sind sehr viele schöne Punkte gewesen, dass man diese Möglichkeit überhaupt hatte, nochmal alle zusammen da zu sein und die nochmal zu sehen und dann, ja, solche Geschichten. Deswegen, ach, da könnte ich Stunden drüber erzählen, aber es geht am Ende sehr, sehr oft einfach um Balance, ne? Ja, bei mir, also ich sehe es ja so, dass man schon bestimmte negative Erlebnisse sich ruhig nochmal anschauen sollte. Es gibt da eine bestimmte Übung, auch eine Visualisationsübung, die zielt eben darauf ab, in ein negatives Gefühl reinzugehen und das durch Visualisierung aus dem Körper rauszuholen. Ja, und das habe ich eben auch viel gemacht und das hat mir eigentlich auch, also ich habe mich, wenn ich das mal 1, 2 Wochen gemacht habe, jeden Tag muss man das dann schon machen, ja, da, eine Art von Befreiung dadurch gefühlt. Da muss man es sicherlich vorher erstmal richtig, richtig erlauben lernen, ne? Ja Dass klar, das man muss erst mal erstmal da richtig drankommen. hochkommt. Ja. Genau, das ist sehr, sehr kraftvoll auch für mich gewesen, um Emotionen kennenzulernen und diese zu erlauben und diese unterscheiden zu können. Das ist auch so eine Superkraft, die man über die Zeit entwickeln kann, die sehr, sehr, sehr gut für die mentale und körperliche Gesundheit sein kann. Ja, aber wie du sagst, man muss natürlich erstmal an dieses Thema rankommen. Und das ist natürlich, je nachdem, wie tief das Trauma da sitzt, wie lang das her ist, kann sehr schwierig werden. Auf jeden Fall Vielleicht sehr schwer. sogar unmöglich sein. Möglich, Kann ja. Vielleicht sogar schafft man es unmöglich auch sein. nicht alleine und braucht dann irgendwie jemanden, der einem dabei hilft. Ja, ganz Richtig. klar. Und wer weiß, ich kann mir schon gut vorstellen, dass ein Großteil, ja, dieser Darmerkrankungen eben auf solche Erlebnisse zurückzuführen ist. Vielleicht ist es bei manchen nicht unbedingt der Hauptgrund, aber vielleicht ist es wirklich der Tropfen, der das Fass dann wirklich da zum Überlaufen bringt. Und who knows, wie viel Traumata wir über Generationen schon mit uns Das mitschleppen, durch Kriege, durch diese ganzen Sachen, die da in der Vergangenheit passiert sind, ne? Ja. Lass uns trotzdem nochmal, also du weißt ja, wie das ist. Viele fragen immer, was soll ich nehmen, damit es mir besser geht und so weiter. Absolut. Ja, das ist ja immer eine der meistgestellten Fragen eigentlich. Also ich sage halt auch immer ganz gerne, es ist vielleicht sogar noch wichtiger, was du weglässt, anstatt was du nimmst. Aber Richtig. trotzdem würde ich sagen, gehen wir nochmal auf Thema Nahrungsergänzungsmittel ein. Was empfiehlst du? Was hat dir da geholfen? Genau. Ich bin nicht der allergrößte Freund von jetzt, sag ich mal, direkten Vitaminsupplementen, weil ich glaube, dass es da einfach verschiedene Nahrungsmittel gibt, die haben so viel in so einer guten Form schon vorliegen. Da ist es fast schon irgendwie jetzt Verschwendung, da Supplements dafür zu nehmen. Aber manche Leute essen halt nicht gerne Organfleisch zum Beispiel oder essen keine Milchprodukte, die besonders nährstoffdicht auch sein können. Und da ist es manchmal einfach hilfreich, vielleicht ja, Supplements zu nehmen. Aber ich muss immer sagen, immer wenn ich Supplements empfehle, es ist gut, aber wir müssen aufpassen, dass wir uns auch mal fragen, wo ist eigentlich die Ursache und daran auch zu arbeiten und nicht nur einfach Supplements zu nehmen. Eine Sache, die ich hier auf dem Tisch stehen habe, die ich hier manchmal nehme, wenn ich besonders stressige Wochen habe mit sehr viel Arbeit, ist Betain, weil ich merke, das hilft, Magensäure zu produzieren. Jetzt sagen manche, nee, nee, ich habe genug Magensäure, ich habe Sodbrennen. Und da gibt es ein tolles Buch, Ein Lob der Magensäure, das da sehr, sehr gut erklärt, warum das absoluter Blödsinn ist, dass man dann zu viel Magensäure hat, sondern meistens liegt es daran, dass man entweder zu wenig oder eine zu schwache hat. Und ich merke deutlich, ich habe eine zu schwache Magensäure, mir liegt das Essen manchmal im Bauch, wenn ich vor allem Stress habe, wenn ich
keinen Stress habe, läuft das sehr gut. Und das hilft mir dann, aber ich merke auch, das ist keine gute Lösung. Ich sollte lieber am Stress was machen. Was ein anderes Supplement, das ich sehr gerne nehme, wo ich der Meinung bin, das kann man eigentlich auch immer nehmen, wenn man gekochte Nahrungsmittel isst, sind Verdauungsenzyme, die einfach bei der Aufspaltung der Nahrung helfen. Man kann einfach die Bauchspeicheldrüse ein bisschen unterstützen, indem man das zur Nahrung wieder hinzugibt, was durchs Kochen jetzt deaktiviert worden ist. Also Enzyme sind so wie der Schlüssel für das Schloss, um jetzt verschiedene Stoffe zu zerteilen. Das ist, was Verdauung ist. Und da dann, wie gesagt, kann man Enzyme einsetzen, die halte ich für super gut. Habe ich sofort gemerkt, wenn man da das richtige Präparat nimmt, die Energie, jetzt hat man 20% mehr Energie nach der Mahlzeit zum Beispiel. Und das dritte Supplement ist, ich hatte es heute auf dem Tisch stehen, weil die Lieferung wieder kam, Gelatine. Okay. Vom Weiderind gibt es von Great Lakes, gibt es bloß die eine, die ich empfehle, die anderen, für den halte ich nicht viel. Und das sehr wichtig für die Kollagenbildung, sehr viele Aminosäuren, Glucosamine und den ganzen Spaß, den wir halt alles so brauchen, um Gelenke und Hautgesundheit erreichen zu können. Und der Darm ist ja im Endeffekt nur eine verlängerte Haut nach innen auch. Ja. Das sind so die drei Hauptsupplements, die ich so empfehle. Da gibt es noch ganz viele andere. Und was hältst du von Probiotika? Genau. Probiotika halte ich ganz viel davon. Ich halte ganz viel von Kefir. Und es gibt so bodenbasierte Probiotika, die die Magensäure halt definitiv überleben. Weil gab es ja lange Zeit auch Probiotika, wo man sich gar nicht sicher war, wie kommen die eigentlich durch die Magensäure? Die sterben bei einem pH-Wert von 3 und wir haben Magensäure mit einem pH-Wert von 1 oder 2. Und davon halte ich ganz viel. Und ich denke, also was der Weston Price festgestellt hatte in den Kulturen, waren die Kulturen dann immer gekochte Nahrungsmittel, also enzymlose Nahrungsmittel, mit fermentierten Lebensmitteln zusammengegessen. Und haben darüber dann das Enzymdefizit wieder ausgeglichen. Weil fermentierte Nahrungsmittel haben mehr Enzyme und rohe Nahrungsmittel haben Enzyme. Wenn aber die Verdauung geschwächt ist, kann ich nicht nur roh essen. Also es gibt rohes Fleisch, okay, das lässt sich, glaube ich, besser verdauen als jetzt vielleicht totgegrilltes, aber bei Gemüsesachen kann das schwierig sein. Auf jeden Fall. Ja, ist auch so meine Erfahrung. Also ich habe auch zu Anfang erstmal alles gekocht, Rohkost ging eine Zeit lang überhaupt nicht. Und würde ich auch jedem empfehlen, der gerade am Aufbau vom Darm ist, am Anfang vom Aufbau vom Darm, dass man da erstmal auf Rohkost verzichtet, all seine Sachen kocht, weil alles, was kocht, kann dann im Endeffekt nicht mehr gären. Und ja, Rohkost gärt einfach und ist halt schwer verdaulich. Probiotikum halte ich halt echt für essentiell, würde ich sagen, mit eines der wichtigsten. Ja, gut, Leute, die jetzt Hautprobleme haben, würde ich jetzt Kefir nicht empfehlen, aber sonst kann das natürlich schon sinnvoll sein. Ja, du hast halt bei Leuten mit Hautproblemen immer diese Milch, Faktoren in der Milch, ja, IGF-1 und so weiter, ja, Casein, die sind halt eben sehr empfindlich oder reagieren empfindlich auf bestimmte Bestandteile in der Milch. Aber ja, es gibt mittlerweile so viele Probiotika, die eben auch in so einer Menge dann genommen werden können, dass sie halt die Magensäure überleben und in den unteren Darmabschnitten dann auch ankommen. Ja. Aber genau, sonst würde ich halt noch sagen, MSM halte ich für sehr wichtig. Habe ich mir als letztes geholt? Ich habe das irgendwie, ist das eine Sache, da halten ganz viele Leute ganz viel davon. Und ich wollte einfach mal gucken, was ist denn das eigentlich? Und habe das mal so ein bisschen angefangen zu nehmen. Jetzt ist es natürlich schwierig, weil ich persönlich nicht viele Symptome habe. Ich will aber jetzt auch keine Symptome haben müssen, um das auszuprobieren. Ich habe das ein bisschen genommen. Ich merke schon so irgendwie so subtile Effekte davon, muss ich sagen. Ich glaube aber, das ist vielleicht was einfach in akuteren, vielleicht auch Situationen da besser ist. Hast du viel mehr Plan als ich davon wahrscheinlich. Also ich habe das ja wirklich, das war eins meiner essentiellen Nahrungsergänzungsmittel, also das ich wirklich über ein Jahr ja genommen habe. Man muss natürlich auch genug nehmen. Da gibt es dann Empfehlungen, wo dann gesagt wird, ja, es ist gut, aber maximal so 4-5 Gramm, mehr nicht. Und es ist meiner Erfahrung nach so, dass erst ab 5 Gramm es überhaupt Sinn macht. Ja, das gerade im Krankheitsfall. Ich habe hier, was ist denn da drin eigentlich? Wie viel Milligramm hier? Eine pro Tagesdosis, 2 Kapseln, 800 Milligramm.
Da sagst du jetzt 800 Milligramm. Milligramm, das ist viel zu wenig, das bringt halt gar nichts. Also, ich hab davon sechs Stück oder so genommen, glaube ich. Okay. Also wirklich, wenn der Darm entzündet ist, dann muss das MSM ja auch, es geht erstmal in die Gelenke und in die Haut und überall, wo es dann sonst so gebraucht wird. Und am Ende eben werden die Entzündungen im Darm runtergefahren. Aber da braucht man eben eine bestimmte Dosis, eine medizinische Dosis von schon 5 Gramm, empfehle ich halt immer. Und ich habe damals halt das genommen, hatte dann immer so, habe so Kapseln gehabt. Hatte ich, ich glaube, 8 Kapseln am Tag, morgens 4, abends 4. Und ich habe dann immer so dran gerochen. Das hat ja richtig nach Schwefel dann gerochen. Und ich habe schon beim Riechen irgendwie so gespürt, dass die Entzündungen dann runtergefahren werden. Vielleicht habe ich mir das auch so eingebildet, aber es hat mir, glaube ich, auch allein dieses Mindset so geholfen. Dieses Riechen, oh, das riecht schon so, als würden meine Entzündungen heruntergefahren werden. Ja. Interessant. Ja. Und ja, da habe ich aber auch immer gemerkt, das tut mir richtig gut. Auch wo ich dann mal einen Rückfall hatte, gleich wieder angefangen damit. Und da ging es sogar dann auch schneller als beim ersten Mal, dass ich wirklich innerhalb von wenigen Tagen schon gemerkt habe, ja, es tut mir gut, die Entzündungen werden heruntergefahren. Und da muss natürlich hohe Bioverfügbarkeit sein. Also da gibt es halt sehr große Unterschiede in der Qualität von den Produkten. Das ist wahrscheinlich bei jedem Nahrungsergänzungsmittel so. Und ja. Ja, was ich halt noch ganz nett genommen habe, oder was hast du da noch? Da würde ich dich mal fragen, weil da hast du wahrscheinlich, dadurch, dass du auch vielleicht mit Ayurveda und mit TCM vielleicht, ich weiß nicht, ob es da ein Thema ist, aber ich glaube, in Indien und Russland, da ist Shilajit oder Mumiju eine ganz große Geschichte. Das ist so ein, kennst du das? Kenne ich nicht, nee, was ist das? Das ist auch, weil du hast gesagt, man muss eine gewisse Menge nehmen, damit es einen Effekt hat. Und das ist, soweit ich es weiß, bin es nicht der Überexperte, aber so von dem, was ich gehört habe, ist das ein Harz, was so halbwegs aus dem Boden kommt. Mhm. Und das Zeug, das hat einfach mal so, keine Ahnung, hunderte verschiedener organischer Substanzen, die wir so gar nicht groß mehr bekommen. Und wahrscheinlich, also es sind einfach so, wie vielleicht eine Art von Moor auch vielleicht, was hier über Kompression oder was, vielleicht wird das später mal Öl, wie gesagt, schlag mich tot. Und das chelatiert, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort auf Deutsch ist, Schwermetalle und bringt Magnesium und auch andere organische Substanzen ein, die ganz super sein können. Ich habe davon, ich steigere mich da immer noch mit der Dosis, also immer mehr und merke auch, es gibt so einen Wert, ab dann macht es erst Sinn, aber auf der Verpackung würde jetzt sicherlich draufstehen, nicht mehr als 2. Das ist ganz interessant und die Leute, die sich damit auskennen, sagen auch, du musst davon manchmal mehr nehmen, als dir lieb ist. Ne? Ja, so ist das wahrscheinlich bei vielen Sachen. Bei vielen Sachen, man kann es natürlich auch übertreiben. Deswegen, man muss am besten jemanden haben, der sich auskennt, weil alleine rumdoktern kann halt auch nach hinten losgehen. Absolut. Man kennt es. Absolut. Okay, was haben wir noch? Also, das wären ja erstmal so die wichtigsten Punkte, denke ich mal, zum Thema, wie man da wieder rauskommen kann. Mir wäre es halt auch wichtig, du hast ja auch schon mit Klienten jetzt gearbeitet und Erfahrung so in diesem Bereich gesammelt. Würdest du sagen, die Klienten haben auch unterschiedliche Ursachen, dann, mit denen du gearbeitet hast? Oder wie sieht das aus? Absolut. Also jeder Klient hat ihre eigene Geschichte, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, viele Gleichheiten hat, Similarities, mir fällt das deutsche Wort jetzt gerade nicht ein. Und Dankeschön. Viele Gemeinsamkeiten sieht man da, so Patterns, okay. Oftmals geht es darum, vielleicht auch um viel Arbeit, die geleistet wurde oder eine schlechte Kindheit oder verschiedene Traumata, vielleicht eine Kindheitsgeschichte. Da gibt es schon verschiedene Patterns, aber es ist bei jeder Person anders. Und das halte ich, das ist so für mich so mega interessant, weil die Coaching-Sessions fangen vielleicht an mit Ernährungsratschlägen und ich gebe kurz meine Meinung. Ich sage auch ganz klar, das ist meine Meinung. Wenn du der Meinung bist, dass vegan für dich besser funktioniert, stelle ich mich da nicht dagegen. Dann, was sich besser anfühlt, ist okay. Und dann gehen wir meistens wirklich in die psychologische Richtung und gucken da mit dem Coaching, was ist es eigentlich, was dem Ganzen da im Weg steht? Und dann wird das richtig, für mich immer so richtig interessant, weil dann sprechen wir in der vierten, fünften Session über Dinge, die von außen betrachtet, für jeden, der das hören würde, keine Relation zu Morbus Crohn hat oder Colitis ulcerosa, für die Person aber immer klarer und klarer als Grundursache sich rauskristallisiert, dass es da um das Verhältnis zur Familie geht, dass es da darum geht,
mehr Ruhe ins Leben zu bekommen und dass es darum geht, Lebenssinn zu finden, weil man die ganze Zeit nur Dinge tut, die andere von einem wollen. Und das resoniert meist mit mir. Meistens sagt man auch, die Frequenz, die man aussendet, mit der resoniert man dann. Deswegen muss ich mich immer darin üben, nicht meine Befangenheit aus den Coaching-Sessions rauszulassen und nicht da mit meiner Meinung reinzuplatzen, mit meinem Zeug, was in meiner Vergangenheit passiert ist vielleicht. Aber das ist immer super interessant. Das sind so solche Erfahrungen, die ich mit den Klienten gemacht habe. Wie ist es bei dir? Ja, bei mir ist es eigentlich nicht unbedingt so. Also bei mir hat sich oft als roter Faden herausgezogen, dass es auch in der Kindheit immer ein Verlustthema gab, ja, oft Trennung der Eltern oder sowas oder eben bestimmte Schockmomente, was bei mir ja nicht der Fall war. Also meine Eltern hatten sich jetzt nicht getrennt oder so. Und in der Kindheit habe ich jetzt auch niemanden verloren. Ich kann mich auch an kein bestimmtes Traumata erinnern, sage ich mal. Aber ich hatte natürlich viele Probleme in der Schule, so was das angeht. Und ich denke, vielleicht könnte man da irgendwo eine Verbindung sehen, was dann halt eben, ja, Energie raubt oder Traumata auslöst und so weiter. Aber bei mir auch, ja. Wir machen das auch so, dass wir dann gar nicht mal so viel über die Ernährung sprechen, immer mal wieder in jeder Session am Anfang mal so ein bisschen. Was kann man nochmal verbessern? Hier und da. Klar, ja, die erste Session ist schon eher ernährungslastig, aber dann hört es eigentlich auf, sondern ich versuche dann auch immer mehr diese psychologische Ebene zu betrachten, sei es jetzt Thema Stress. Viele haben eben bestimmte Stressreaktionen und sind sich diesen Reaktionen gar nicht bewusst. Also wenn wir jetzt Stress haben, egal was es ist, ja, auf der Arbeit, um Geld sorgen, Beziehungsprobleme, was weiß ich, oder Gesundheit an sich ist ja auch schon Stressfaktor, ja. Wenn ich krank bin, allein das ist ja schon Stressfaktor, ein bisschen in so einem Teufelskreis. Und du reagierst ja irgendwie. Und ich versuche halt immer herauszufinden, ja, wie reagiert die Person darauf, was sind so die Gedanken, die sie dann hat. Und wie können wir das Ganze umändern in eine Reaktion, die dann nicht weiter Stress verursacht, sondern diesen Kreislauf einfach durchbricht. Ja, ich versuche mich so da hinzuarbeiten, daneben mit Visualisierungstechniken zu arbeiten, ja, Selbstwertgefühl-Thema, dass wir da noch ein bisschen was machen. Verschiedene Ebenen, aber auch hier einfach ein bisschen individuell gucken, weil bei dem einen ist das eher ein Thema, bei dem anderen das. Ja. Ich finde es halt immer schade, manche kommen gar nicht an ihre Themen ran. Ja. Manche glauben, nur die Ernährung. Ich muss nur die Ernährung machen. Und wenn man dann ein bisschen da reingehen will, mit denen darüber sprechen will, es wird fast schon abgeploppt, kann man sagen. Da kommt das hoch, was auch diese Frau in diesem Trauma-Workshop gesagt hat, diese verschiedenen Überlebensmechanismen, die wir entwickeln, also Strategien, wie wir überleben können, die manchmal einfach sich in sehr interessanten Handlungsweisen wirklich zeigen, wo man dann halt abschottet oder wo man sehr stark fokussiert auf etwas, wo man das sehr stark festhält oder zum Beispiel auch sehr viel arbeitet, man immer was zu tun haben muss, weil man fühlt sich immer was zu tun haben müssen, sehr sicher, aber merkt, dass diese Sache der ganzen Gesundheit gar nicht zuträglich ist, aber das Ganze dann loszulassen, vielleicht noch schlimmer sich anfangs, noch schlimmer anfühlt. So, das ist sehr, sehr komplex und interessant. Und was noch gerade für mich hochkommt, war auch, ich finde es so mega interessant, in erster Linie sind wir ja in Kontakt geraten, weil gab es ja so einen Viewer von dir, der gesagt hat, hey, guck mal, was Koya so macht, das klingt auch wie das, was du sagst. Und dann guckt man sich das so an und manchmal klingt das vielleicht so, als haben wir zwei verschiedene Meinungen. Am Ende sind das einfach nur vielleicht zwei Perspektiven auf exakt die gleiche Sache. Und das finde ich so interessant, dass ich sehe manchmal zwei verschiedene Fraktionen an der Meinung angefeindet miteinander. Und aber wenn man sich das große Bild anguckt, meinen die genau das Gleiche. Und die streiten sich nur über die Auslegung. Ne? Religion ist zum Beispiel. Das ist ja genau, das ist ja eigentlich so genauso ein Religionsthema, dass die von den beiden selben Wahrheiten kommen, aber das anders betrachten und dementsprechend einfach anders erklären oder einfach andere Herangehensweisen haben. Was würdest du denn sagen, was so die größten Probleme von Klienten sind, die anfangen, ihren Darm aufzubauen, die vielleicht weggehen wollen von der Schulmedizin, die quasi in dein Coaching kommen? Ja, das größte Problem. Das ist immer schwierig zu sagen, weil es ja so individuell ist. Und jetzt
wenn ich jetzt überlegen müsste, dass das ein großes Problem, was wir wirklich alle vielleicht in der westlichen Welt haben, ist halt dieser fehlende Bezug zur Spiritualität. Also um es rationeller zu sagen, wirklich, was fange ich mit dem Leben jetzt eigentlich richtig an? Und das ist, glaube ich, für mich so, dass der wirklich eine ganz große Geschichte, die ganz viel vom Energiekonto zieht im Endeffekt, wenn man einfach nur den Weg folgt, der einem vorgegeben ist, ohne zu hinterfragen, ist der Weg eigentlich dafür gedacht, mich glücklich zu machen? So, also jetzt 40 Jahre arbeiten, dann Rente gehen und alles, ist das eigentlich das, was ich wirklich will? Und ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber viele, glaube ich, die ertränken auch diese Trauer darüber, dass sie nicht das tun, was sie machen wollen, oder diese Wut darüber in verschiedenen Handlungsweisen halt auch. Also in zu viel arbeiten, in zu viel zocken, in zu viel Alkohol trinken oder Drogen oder was. Und ich glaube, das ist jetzt nicht was jetzt ständig in den Coaching-Sessions so genau rüberkommt, aber am Ende ist das doch, denke ich, ein ganz großer Faktor, dass man nicht man selbst ist wirklich so. Ja, aber hast du denn auch welche, die zum Beispiel anfangen, jetzt deinen Weg zu verfolgen, ihren Darm aufzubauen, das Ganze in den Griff bekommen wollen, aber dann abbrechen, sage ich mal? Ja, definitiv. Scheiße. Und das ist eine Sache, als Coach ist das sowieso so eine Sache, das kratzt dann natürlich unglaublich am Ego, wenn mal ein Klient aufhört, mit einem zu arbeiten. Ich meine, ich habe in vielen verschiedenen Richtungen vorher schon als Coach gearbeitet, um da auszutesten, mit was will ich eigentlich arbeiten? Mit Musikern, mit meinen Deutschschülern. Damals habe ich auch diese Coaching-Sessions gemacht, um wirklich zu fokussieren, was die eigentlich wollen. Und definitiv, das ist eine Sache, die einfach, man kann nicht jedem helfen. Es ist einfach so. Ich versuche so gut wie möglich, so auch wie du, den Leuten zu helfen und so im Endeffekt die Person zu sein, die den Klienten von A nach B irgendwie bekommt, was auch immer B bedeutet jetzt. Aber manchmal sind auch Menschen einfach nicht bereit dafür auch. Das ist ja auch nichts, was einfach ist, was wir hier machen. Die Arbeit für die Klienten, das ist ja auch nichts, was man jetzt so Larifari, 2-3 Tage mache ich das, ganz und gar nicht. Es geht ja wirklich um krasse Veränderungen, und Veränderungen mag unser Ego, unser Schweinehund mal überhaupt nicht. Deswegen ist auf jeden Fall Teil der Arbeit, muss man lernen, als Coach damit klarzukommen, denke ich. Ja. Viele sind halt wirklich coaching-resistent, kann man sagen, oder einige. Bei mir war es halt auch oft so, oder was ich halt mitbekommen habe, ja, die machen dann erstmal und die sehen halt keine Resultate, vielleicht einen Monat, 6 Wochen, und nehmen dann einen neuen Weg. So, und dann machen das wieder 4 Wochen, 6 Wochen, und dann wechseln sie wieder. Weißt du, die switchen dann zu sehr von der einen Methode in die nächste, ohne jetzt mal eine Methode zu nehmen und die wirklich mal ein Jahr lang konsequent durchzuziehen. Klar, man kann dann immer ein bisschen den Kurs korrigieren, aber man sollte einfach mal an einer Sache ein bisschen dranbleiben, um wirklich zu sehen, ob es für einen funktioniert oder nicht. Das sehe ich halt auch oft. Ja, oder halt eben, ja, dass manche Leute einen nicht verstehen, kann man sagen. Ich hatte zum Beispiel einmal den Fall, haben wir 2 Gespräche, hatten wir, glaube ich, nur gemacht. Das ist schon auch wieder jetzt ein paar Jahre her, 2 Jahre her oder so. Ja, und irgendwann, klar, wir reden über Darmaufbau und alles, und nach einem Jahr, 1,5 Jahren kriege ich eine WhatsApp-Nachricht von wegen, dass die Person bei einer Heilpraktikerin ist und jetzt einen Darmaufbau macht. Was halte ich denn vom Darmaufbau? Also da denke ich mir, haben die mir überhaupt zugehört? Ja. Und das finde ich halt manchmal ein bisschen schade. Ja, deswegen ist es halt wichtig. Das ist so eine interessante Geschichte, über die ich sehr, sehr oft nachdenke, weil wenn jemand jetzt nicht nur auf uns bezogen, aber wenn jemand was geschafft hat, was andere Menschen auch schaffen wollen, dann hat er meistens eine große Veränderung im Bewusstsein auch erreicht, einfach Dinge wahrzunehmen, die andere nicht wahrnehmen können. Und dann ändert sich auch die Art und Weise, wie diese Person über diese Sachen spricht. Und was ich gemerkt habe, ist, wenn ich jetzt anfangen würde, die ganz tiefen Themen in meinen Videos zu behandeln, da kommt niemand groß mit. Das ist nicht, was dein Thema betrifft, und insgesamt ist mir das gerade so in den Kopf geschossen. Und dann muss man erstmal wirklich lernen, wo muss man die Menschen eigentlich abholen? Und man merkt dann irgendwann, es gibt verschiedene Gruppen von Menschen mit einem gewissen Bewusstseinszustand. Nicht schlecht, will ich jetzt nicht sagen, nicht gut, nicht schlecht, aber die könnte ich ums Verrecken nicht abholen.
Meistens findet sich sowas zum größten Teil in Facebook-Gruppen, habe ich gemerkt, wo eine so starke Resistenz, du weißt genau, was ich meine, wir hatten sowas auf einem gemeinsamen Thread, wo einfach so eine krasse Resistenz da ist, wo man fast der Meinung ist, die Leute sind auch, und jetzt, wie gesagt, ich lehne mich weit aus dem Fenster, wenn ich sage, von der Pharmaindustrie fast schon bezahlt, dass die da so und solche Korrekt. Sachen sagen. Ist das wirklich seine ernsthafte Überzeugung? Weil ich habe so das Gefühl, die Mehrheit der Gruppe denkt gar nicht so, aber da gibt es wirklich Leute, die sehr laut, sehr stark gegen jegliche Alternativen sprechen, als wenn wir sonst was für Scharlatane wären und aber selber sich die Sachen nie ausprobiert haben. Die bezeichnen ja, wie du sagst, einen als Scharlatan oder beziehungsweise nicht Scharlatan, aber hab ich jetzt auch schon öfters gehabt. Ja, du kannst jetzt hier nicht von Heilung sprechen. Okay, das mag sein. Man kann auch sagen, man hat es in den Griff bekommen und alles. Aber dann kommt immer wieder das Thema, irgendwann kommt es auf jeden Fall zurück. Ja, da kannst du Der nichts Darmkrebs machen. wird dich holen. Ja, also völlig ins Negative geredet, anstatt Unglaublich. einfach, ja, selbst wenn es so wäre, dass man muss es ja nicht heraufbeschwören, sag ich mal. Ja, also wenn ich mit dem Mindset rangehe, dass ich definitiv in der Zukunft wieder starke Symptome haben werde, ey, sorry, dann tue ich auch unterbewusst alles, dass diese Vision dann auch irgendwo eintritt. Ne? Das ist nicht mal unwissenschaftlich, was ich hier sage. Ne? Also das ist in der Psychologie auch bekannt, dass man das anzieht, wenn man so möchte, was man sich heraufbeschwört. Und trotzdem sage ich auch immer bei solchen Leuten auch, wenn die sagen, hey, das kommt bei dir irgendwann wieder, so wie ändere bitte die Art und Weise, wie du denkst, weil es wird wiederkommen. Selbst wenn ich mich belüge, habe ich doch in der Zeit, bis es wiederkommt, ein viel besseres Leben, als wenn ich jeden Tag denke, es kommt zurück, es kommt zurück, es kommt zurück. Ja, naja, wir werden sehen. Also, ja, wie geht es jetzt bei dir weiter? Kannst du noch mal kurz sagen, so wie es bei deinem YouTube-Kanal weiterläuft oder ob du jetzt vielleicht auch noch neue Projekte hast? Genau, also es soll jetzt in Zukunft jetzt in den nächsten 2 Wochen auch ein Video kommen, wo ich ein bisschen mehr auch über Meditation spreche, über die Verwandlung, die in den letzten 4 Jahren passiert ist, in denen ich wirklich täglich jetzt mich hingesetzt habe und meditiert habe und der Meinung war, mein Leben lang, ich bin eigentlich nicht wirklich eine disziplinierte Person, was solche Sachen angeht. Und insgesamt möchte ich, was das habe ich noch nie auf meinem Kanal gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich das wirklich laut ausspreche, auch, dass ich in Zukunft auch wirklich mehr auch so versuche mich Dokumentationen auch so größere Produktionen zu machen, dass halt, ja, wenn ich die Zeit dafür habe, die Energie dafür habe, dass ich das machen möchte. Und es steht natürlich für mich auch noch an, einen Videokurs möchte ich noch ins Leben rufen, wo das eigentlich alles mal so zusammenkommt, wie eine Art Buch, aber ich lese selber eigentlich, obwohl ich Bücher habe, nicht gerne. Ich habe lieber Videokurse und deswegen soll es dann, bevor es vielleicht ein Buch gibt, vielleicht auch erstmal ein Videokurs sein. Okay, ja, cool, das hört sich doch gut an. Bei Nee, dir? dann danke ich dir, dass du dir hier die Zeit genommen hast, dass du die Fragen beantwortet hast und wir ein bisschen was über dich und deine Geschichte und deine Ansichten gelernt haben. Vielen lieben Dank, also vielen Dank auch für das Angebot und für die Idee, das zu machen. Hat mich wirklich sehr gefreut und fühle mich sehr geehrt. Ich sage ja immer wieder, habe ich dir schon ein paar Mal gesagt, dass du bringst meine Gedanken besser aufs Papier, als ich das kann. Deswegen bin ich immer so ein bisschen neidisch. Ich sage, Mensch, wenn der das sagt, das klingt das viel besser, als wenn ich das sage. Deswegen auch eine große Ehre natürlich, mit dir darüber solche Sachen sprechen zu dürfen. Ja, super, habe mich gefreut. Und ja, schön, dass du dir das Video angeschaut hast. Bis dahin.